Ich freue mich, dass wir uns heute ausreichend Zeit nehmen konnten, um über unsere Zusammenarbeit und die weitere Vertiefung unserer Zusammenarbeit besprechen konnten und dabei auch noch einmal sehen konnten, dass wir uns ohnehin schon sehr nahe stehen und viele Felder entstanden sind, in denen unsere beiden Länder außerordentlich eng zusammenarbeiten und die deutsche Bundesregierung sich ganz wesentlich dafür engagiert, dass der eingeschlagene Weg in Albanien auch konsequent fortgeführt werden kann. Und ich kann das noch einmal für die Bundesregierung betonen, dass das Schicksal von Albanien uns am Herzen liegt und wir deshalb auch sehr engagiert an der Vertiefung unserer Zusammenarbeit interessiert sind. Und das gerade in Zeiten von Krisen und Konflikten. In diesen Zeiten ist die Stabilität des westlichen Balkans ohnehin auch im Interesse der Europäischen Union. Und Albanien ist ein wichtiger Partner in dieser Region und Albanien ist vor allen Dingen ein Stabilitätsanker in dieser Region. Und deshalb wollen wir auch in Zukunft auf Albanien als einen verlässlichen Partner setzen. Albanien ist durch das Phänomen der illegalen Migration oder die sogenannte Flüchtlingskrise betroffen worden, vorwiegend eben an der Grenze zu Griechenland. Das ist eine Frage, die wir versucht haben, im Detail praktisch anzugehen. Und in diesem Zusammenhang hat es nicht an unterschiedlichen Initiativen auf europäischer Ebene gefehlt, woran wir uns beteiligt haben. Aber wir haben praktisch vorgezogen, so eine Frage auf bilateraler Ebene eben sowohl mit Griechenland als auch mit Montenegro anzugehen, sowie auch mit Fachagenturen. In den Medien hat es leider Spekulationen gegeben, was die Position Albaniens eben zu diesem Thema angeht. Da möchte ich die Gelegenheit nutzen, die Stellung der albanischen Regierung nochmal zu bestätigen, die unveränderlich bleibt seit 2015 schon, wo wir eine Koalition der EU-Mitgliedstaaten und Nicht-EU-Mitgliedstaaten eingegangen sind. Das ist eine Stellung, die sich auf zwei Grundsätze stützt, der Grundsatz der Solidarität und der Verhältnismäßigkeit. Albanien wird weiterhin den eigenen Beitrag dazu leisten, je nach eigenen Möglichkeiten. Albanien ist nicht daran sozusagen interessiert gewesen, Verhandlungen mit Regierungen oder mit Ländern anzugehen, die Mauern aufbauen wollten.